Wir arbeiten im laufenden Betrieb. Der Zug fährt, unser Sicherheitsraum ist zum Teil nur 70 cm breit. Und wenn der Zug da ein bisschen schneller dran vorbeifährt, ist das schon manchmal ein ganz schön beklemmendes und ekliges Gefühl. Heute Nacht wird hier ein Herzstück gewechselt. Das Herzstück hier ist eine Notmaßnahme. Da ist ein Stück von der Schiene ausgebrochen und dadurch ist es für den Zug halt nicht mehr so komfortabel zu fahren, beziehungsweise auch für die Schiene gefährlich. Die könnte im schlimmsten Falle brechen. Ein Herzstück, das kann man sich vorstellen wie eine Kreuzung. Wir haben ja die Weiche und die Weiche ist unser bewegliches Teil. Dort haben wir die Zunge und die Backe, die sich nach rechts und links verschieben. Und danach kommt dann diese Kreuzung, die einfach die beiden Schienen trennt oder zusammenführt. Wir möchten unsere Kunden, also den Fahrgast, so wenig wie möglich stören. Und nachts ist halt betriebsarme Zeit oder sogar Betriebspause. Und da können wir in der Regel ohne Streckensperrung arbeiten. Der Sicherungsposten, der warnt rechtzeitig davor, wenn ein Zug kommt. Und er sorgt halt dafür, dass die Kleingruppe oder die Arbeitsgruppe gefahrenfrei arbeiten kann. Hier bei der Arbeit muss man immer zu 100% dabei sein. Man muss für seine Kollegen denken, man muss mit aufpassen. Wir müssen alle aufeinander Acht geben. Und wenn wir das hier nicht tun und wenn wir nicht das Vertrauen haben, dass wir uns auf die anderen verlassen können, dann macht das Ganze hier wenig Sinn. Damals bei einer Weichenrevision, da stand ich auch hier zwischen zwei Säulen und wollte eigentlich nur einen Schritt nach vorne gehen, habe aber einen zu großen Schritt gemacht und der Zug kam und der Kollege hat mich gerade noch so an der Warnweste zurückgezogen, weil so ein Zug, der kann einfach nicht bremsen. Das ist vorbei, wenn man da einen Meter zu weit vorgeht. Aber dass einer unserer Kollegen irgendwie tödlich verletzt worden ist oder da umgekommen ist, habe ich zum Glück noch nicht gehabt, möchte ich auch nicht haben. Da achten wir auch darauf, dass das nicht passiert.